Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, Mike, mit einem Video an euch, an die Community. Denn ich muss euch mal erzählen, was aktuell so mit mir los ist, warum ich nicht so viele Videos aktuell auf YouTube hochlade, was ich die nächste Zeit noch hochladen möchte, was ich die nächste Zeit spielen werde, was ich auf Twitch streamen werde und was ich noch alles machen möchte. Hört sich jetzt nach viel an, ist es aber nicht. Keine Angst. So. Ihr seht schon, ich habe gute Laune, ich hoffe, euch geht es genauso gut. Aber ich muss sagen, mir ging es die letzten Tage nicht so gut. Das liegt einfach damit zusammen, dass ich die letzten Wochen unterwegs bin. Ich bin hier unterwegs, da unterwegs. Ich fahre hunderte von Kilometern von einer in die andere Schulung. Bin dann mal den halben Freitag daheim, den Samstag, wenn überhaupt, dann bin ich beim Haus. Oder ich bin dann noch den halben Sonntag daheim und ich muss sagen, mir geht das alles ein bisschen auf den Sack. Ich muss es einfach mal so sagen, denn ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so nervig wird. Ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt auf Schulung, fahre da mal hin ins Hotel, hier mal ins Hotel hin, bin jetzt aber mittlerweile die vierte Woche im Hotel und ich muss euch sagen, mich langweilt das zu Tode einfach, weil ich mich einfach nicht um mein Haus kümmern kann oder besser gesagt um das Haus von mir und meiner Freundin. Ich kann mich nicht um meinen YouTube-Kanal kümmern, nicht um Twitch oder kaum noch. Und ich muss sagen, ich lasse das alles gerade ein bisschen schleifen, aber nicht mit Absicht, sondern ich muss halt einfach gerade. Aber ich kann euch definitiv sagen, das wird ganz, ganz sicher meine letzte Schulung. Na, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel Sponsorenanfragen Anfragen bekommen und die werde ich auch definitiv annehmen. Und ich kann euch sagen, ich habe vor der Schulung ein Sponsorenangebot bekommen und ich bereue das, dass ich das nicht angenommen habe. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, ich mache die Schulungen, mache dies und das. Aber man muss sich halt auf eine Sache im Leben konzentrieren und meins ist halt einfach YouTube und Twitch. Wie ihr gemerkt habt, zocken ist einfach mein Leben. Und wenn das rum ist, ich verspreche euch, ich hau dann wieder richtig geile Videos raus. Dann richtig geile Guides zu Games, na, so wie ich zu Resident Evil und alles gemacht habe, zu Dead Space, dies und das. Ich werde euch, oder ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. So, ich habe gesagt, ich lebe jetzt schon die vierte Woche im Hotel. Ich zeige euch mal ganz kurz mein Hotelzimmer. Ich bin in München, da seht ihr meinen Laptop, den habe ich immer dabei. Dann hier mein Bett. Ich finde es ganz gemütlich hier. Na, ihr seht schon. Hier habe ich einen Fernseher, hier habe ich ein bisschen was zum Trinken stehen, ein paar Snacks. Dann natürlich, natürlich, ganz wichtig, na? Wer sieht's? Oh, hier rum. Na? Meine PS5. Ich habe noch einen Monitor mitgenommen, ein paar Games, die ich noch fertig spielen werde. Denn ich möchte gerne alles auf 100% spielen. Ich möchte, dass, wenn ihr einfach in meine Liste reingeht, bei PlayStation, schaut euch meinen Verlauf an. Bam, 100%, bam, 100%, hier 100%, da 100%, hier 100%. Geil, oder? So, nein, ich habe euch noch nicht das Bad gezeigt, oder? Das Bad, ich zeige euch mal das Bad. Ich muss sagen, hier hängen ein paar T-Shirts, ne? Ihr seht schon, schwarz, ich liebe schwarz. So, klein und gemütlich. Ist alles sehr toll, ne? Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, aber ich wäre halt am liebsten gerne daheim. So, jetzt kommen wir zu den Games, die ich im August streamen werde, weil ich bin, nach der Woche bin ich 6 Wochen daheim. Aber eins muss ich noch erwähnen, denn ich habe gesagt, na, ich weiß, was ich gesagt habe. Und zwar habe ich gesagt, ich werde Diablo 4, wenn die erste Season startet, werde ich mit dabei sein, werde anfangen. Aber ihr seht, ich bin wieder im Hotel und das Internet ist hier. Ja, ich will nicht sagen Katastrophe, hier ist schon etwas besser, aber ich habe beim letzten Stream auch so meine Probleme. Die Verbindung bricht mal ab und für Diablo 4 möchte ich halt einfach daheim sein. Gutes Internet, dies, das, ihr wisst schon Bescheid. Ne? Also ich streame ja auch aus dem Hotel, aber ich muss euch sagen, es ist halt nicht das Gleiche. Ich kann mit euch reden, aber es gibt keine Kamera, es ist halt einfach nicht dasselbe wie daheim. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich dann daheim bin, die nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall Diablo 4 starten, die erste Season. Na, ich werde es auf jeden Fall tun, keine Angst. So,
Kommen wir zum August, zu den Games, die ich auf Twitch streamen werde. Ich habe, ich wollte schon sagen, drei geile Games, aber das dritte ist nicht so der Hit. Und zwar habe ich einmal Spider-Man. So macht er ja irgendwie, ne? Remaster werde ich natürlich auf 100% spielen mit allen DLCs und alles, was drumherum gehört. So, danach, da freue ich mich schon richtig drauf. Ein Spiel aus meiner Kindheit ist aber ein Remake, Final Fantasy VII Remake. Und wenn ich danach noch etwas Zeit habe, werde ich dann Resident Evil 3 Remake spielen. Na, ihr wisst, das Remake, wo nicht so der Hit war. Aber okay, na, ist wie so ein kleiner Snack für mich, ein paar Stunden, dann habe ich da die Platin. Und dann sollte es auch gut sein. So, damit werde ich die nächsten 6 Wochen ungefähr ausfüllen. Guides werde ich aktuell noch nicht machen, werde ich halt einfach nicht schaffen. Na, dafür müsste ich halt einfach daheim sein. Ich habe meine Prüfung im November und danach bin ich definitiv daheim. Ich kümmere mich nur noch um mein YouTube, Twitch, um meine Freundin, um die 2 Katzen natürlich, ums Haus. Und ich muss halt ein paar andere Sachen weglassen. Das wird halt die Arbeit sein. Geht halt nicht anders. Das ist mir halt wichtig. Das liegt mir am Herzen, genauso wie ihr, die Community. Na, ich hoffe, das wisst ihr. Und so ist es halt einfach. So, das war so viel zu den Spielen im August. Jetzt noch eine Sache, die mir auch am Herzen liegt. Denn mir ist aufgefallen, ich habe hin und wieder, ich habe öfters jüngere Menschen in meinem Stream, sage ich jetzt einfach mal. Und ich versuche, wenn es geht, wenn ich gerade mal nicht am Ausrasten bin, versuche ich ein Vorbild zu sein. Mir ist aufgefallen, viele nehmen mich als Vorbild, das macht mich wirklich stolz. Muss ich einfach mal so sagen. Ihr wisst gar nicht, wie... Oh, ich krieg Gänsehaut. Leute, ich schwöre es euch, ihr seid die Besten. Es macht mich so stolz, wenn ihr euch ein Beispiel an mir nehmt. Mir ist es aufgefallen, viele zocken jetzt auch die Games auf 100%, wollen überall die Platin. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung auf jeden Fall. Ihr seid die Besten. Ich hoffe, ihr wisst es auch. So, aber kommen wir zum Thema, was ich sagen wollte. Genau. Und ich wollte auch mal ein paar Videos machen, nicht nur über Gaming oder über andere Sachen, sondern auch über zwischenmenschliche Sachen, einfach untereinander, wie man untereinander umgeht. Und auch ein Thema, von dem ich halt auch zum Beispiel betroffen bin, Mobbing. Ich lasse mich jetzt nicht mobben, nicht, dass ihr denkt, das lasse ich nicht mit mir machen. Aber ich wollte einfach mal über solche Themen reden, einfach über tiefgründige Themen. Wollte einfach mal ein paar Sachen darüber sagen, na, die auf Video aufnehmen, dann hochladen und ich denke mal, dann wird es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall interessant. Ich lasse mir aber was auf jeden Fall einfallen. Ihr merkt schon, ich stotter. Stotterst du, Mike? Nein, ich stotter nicht. So, das erste Video kommt, ich denke mal, so am Donnerstag oder Freitag. Ich werde mir einen coolen Ort draußen natürlich aussuchen, der neutral ist, still und dann wird es auf jeden Fall cool. Ich denke mal, solche Videos müssen auch sein, na, dass ihr auch mehr über mich erfahrt, einfach auch über Sachen, die mich auch belasten, die einfach auch wichtig sind. Na und ich denke mal, dann wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut. So, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich freue mich schon wieder, wenn ich daheim bin und die nächsten 6 Wochen alles, ja, beim Alten nicht unbedingt, aber dann habe ich etwas mehr Ruhe. Na, weil dann muss ich mir sowas nicht geben, muss ich nicht meinen Monitor mitschleppen, meine Playstation. Obwohl, ich muss sagen, das ist ganz schön bequem hier auf dem Sessel, aber ich wäre schon lieber daheim, na, weil ich koche lieber selber und wäre halt gerne bei meiner Freundin und wäre halt auch gerne bei meinen 2 Katzen. Fuck, ich glaube, ich werde weich. Kann ich sowas sagen? Nein, Spaß. Mann, ich muss euch sagen, ich hatte letztens Heimweh. Das wird nie aus meinem Mund kommen. Das müsste ich mir vorstellen. So nervt mich das alles. Dieses Rumgereise hier. Ich fahre hunderte Kilometer. Ich bin das Wochenende, wenn ich jetzt wieder heimfahre, über 700 Kilometer gefahren. Also, und dann Unterricht hier, Unterricht da. Ihr könnt euch vorstellen, der Stress dann daheim. Na, das ist halt, ja, auch zwischen mir und meiner Freundin auch ein bisschen. Ich bin halt einfach gestresst. Na, Zeit ist mir das Wichtigste, davon habe ich halt einfach gar nichts. Und ja, so, deswegen ein guter Rat von mir an euch.
Ich finde, es ist ein perfekter Augenblick zum Ende des Videos. Na, für mich ist Zeit das Wichtigste. Und es sollte vielleicht auch für euch ein sehr wichtiger Aspekt werden, denn Zeit hat man nicht unendlich und man sollte die Zeit gut ausnutzen, einfach mit guten Menschen. Man sollte gute Menschen um sich herum haben, tolle Dinge tun. Vielleicht sollte man auch anderen Menschen helfen, das mache ich ja auch gerne. Und macht so einfach das Beste aus eurer Zeit, weil später werdet ihr jetzt vielleicht bereuen und man weiß es nicht. Ne? Ich bin jetzt schon 33. Und habe jetzt schon keine Zeit mit 33. So, deswegen achtet gut auf eure Zeit. Seid gut zu euren Mitmenschen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Servus.